Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Omega Crafter mit eurem Erik Viking Sonne und natürlich der Valkyria und natürlich unserem Almi. Das haben wir gestern alles gebaut, das sieht mega mega gut aus. Wir waren natürlich so im Bauen, dass unsere ganzen Grammys jetzt verwirrt sind. Da hat mir ein ganz lieber von euch geschrieben, dass das wohl ein Fehler ist, dass die Entwickler auch da definitiv dran arbeiten und das auch machen. Dass wir mit V die Grammys zum Beispiel auch, wenn die jetzt außen rum spacken, dass wir sie ziehen können und reintun können, ne? Ich suche jetzt gerade schon wieder den Chefkoch, ich sag's euch ganz ehrlich. Der ist hier. Und da ist der andere. Die scheinen sich dann aber doch, das Küchle ist auch da. Die scheinen sich doch dann jetzt aber auch so ein bisschen wieder akklimatisiert zu haben. Das ist ganz gut so. Wenn nicht, dann wissen wir jetzt, okay, mit V können wir sie tragen. Das Problem liegt halt einfach daran, für die, die das jetzt noch nicht so wissen. Guck mal, hast du gesehen, was ich alles kann hier? Ich bin nämlich die Valkyrie. Dass wenn du jetzt zum Beispiel wie hier drinnen eine Kiste baust, die steht zu nah an der Wand, geht der Grammy einfach hier hin, weil er sagt, ey, da ist keine Wand, weißt du, sondern ich packe hier durch. Packst du die Kiste dann aber weiter hier rein, dann ist das natürlich anders. So, nur jetzt mal, um das jetzt so zu durchzugehen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Stimmt gar nicht, haben wir gar nicht. Wir könnten uns die Eisenkeule bauen. Und den Bogen, dafür bräuchte man Kupferplatten. Und Kantholz. Kantholz sind wir ja dran aktuell. Dann würde ich sagen, Bogen und Hammer. Da kommt schon das Kantholz. Das funktioniert. Die Platten. So, hallo. Du, ich will dir nur sagen, das wird jetzt hier nichts mehr. Wir haben einen Zaun gezogen. Also jetzt ist rum hier, ne? Alter, Alter, hier guckt mal länger. So, hier sind wir dran, da sind wir dran. Ist hier einer dran, der hier arbeitet? Hier arbeitet auch gerade einer dran, ne? Ich kann euch jetzt auch nicht unterbrechen. Sag mal, pass mal auf. Dich kann ich aber unterbrechen, weil... du hier gar keine Kupferplatten machen kannst. Ey Leute, wo waren jetzt die Kupferplatten? Ja, leck. Hier arbeitet actually nur einer, ne? Und zwar nur er. Und hier ist gar keiner und hier werden die Kupferplatten entstehen. Oh, ihr müsst einen Stein holen, Leute. Das heißt, wir brauchen einen neuen Granny. Das machen wir natürlich nicht, sondern das macht unser Granny. Wir holen uns jetzt mal hier wieder ein. So, zacki. Und das ist dann jetzt unser Kupfi. Ich nenne die einfach so, wie sie, da, wie sie jetzt das was machen. Manche mögen es nicht, wenn ich sie so benenne. Ich finde es eigentlich ganz nice. So. Der Kupfi. Und der Kupfi stellt aus zwei Materialien was her. Nämlich hier an der Werkbank. Da. Du brauchst Kupferbarren. Oh, Leute. Kupferbarren. Mir. Du brauchst natürlich Stein. Boah, wir müssen Stein holen. Und der Behälter für die Kupferplatten, die haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht, ne? Oh, die haben wir gar nicht. Dann würde ich sagen, pack das mal bitte bei den Steinplatten jetzt einfach rein. Ja? Und dann leg du mal los. Ich muss das Feuer hier verschieben. Dann drehen wir sonst alle am Rad hier. So. Ja, jetzt dachte ich schon, du läufst mit Absicht. Nee, ne? Okay. Ja, ja, ja. Es sieht gut aus. Sieht gut aus. Was ist mit ihm hier? Ja, so langsam ist hier eine Einbahnstraße. So, Leute, wir gehen rüber in den Wald. Ich möchte einfach nochmal ein bisschen Stein drüben holen. Nochmal ein bisschen Eisen holen, weil das ist actually leer. Und das geht so nicht. Schätze. So. Dafür brauchen wir jetzt natürlich. Ey, schieb mich nicht weg. Brauchen wir unser Abenteurer-Food. Sag mal, wieso macht ihr eigentlich, wie sieht es denn eigentlich mit Bananensaft und Olivensaft aus? Olivensaft, oh, nee. Sag mal, wie viel? So, ja, danke. Da müssen wir jetzt eh gleich nochmal rüber, da gucken wir jetzt mal gleich. Wenn wir jetzt viel Bananensaft haben und so weiter und so fort, Bananen haben, ne? Dann werden wir jetzt hier 79, ja, oh, mal Kohl, Alter. Oh. Boah, wir haben ja viel Kohl. Gibt's ja gar nicht. Wir werden den Granny noch holen, der uns jetzt... Sag mal, Almi, was ist denn los, ey? Der uns jetzt noch Bananensaft macht. Der Banani ist das. Und der Banani wird gelb. Das ist der einzige gelbe Koch, den wir haben. Das sage ich euch jetzt schon. Der Banani. Ne? Ist der kleine Bruder von Bruno.
Der Banani, Alter. I love you. So, pass auf. Herstellen. Laden. Und zwar gehst du... Junge. Hier, Küchentisch. Fuyo. Ich sag ihm jetzt aber bitte Banane. So. Und der Behälter, wo er es reinpacken soll, ist der Behälter Säfte. So, und dann sage ich ihm, nee, da kann er schon mal Gas geben. So, und während er dahin läuft, läuft er schon los? Irgendwo ist er. Kann ich das jetzt schnell changen? Und zwar machen wir hier draus schnell den Bananen. Scheiße. Scheiße. Warte mal. Nee, nee, nee. Ich habe Mist gebaut, Alter. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Gott. Ey, es tut mir leid, Großer, ne? Ich habe jetzt gerade richtig Mist gebaut. Oh, jetzt. Und aus Küchentisch. Hier machst du den Bananensaft da rein, ne? Säfte, Säfte, Säfte. Zack. Oh, ey, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Das läuft durch. Junge, Junge, Junge. Wenn ich eingreife, weißt du? Mann, Mann, Mann. Banani, Alter. Sorry. So. Ja, da geht's aber richtig schattisch vor jetzt. So, ab geht's jetzt für uns, ne? Die Holzkiste ist berstig voll. Berstig voll. Das ist unfassbar, ey. So, wir haben alles, ne? So, wir können nochmal gucken, bevor wir jetzt losgehen, ob wir jetzt nochmal irgendwas herstellen können. Ich glaube, aber aktuell schwierig. Bogen. Wir sind aber dran mit der Kupferplatte. Und hier, hier hätten wir die Möglichkeit, dann die Eisenkeule. Ja, aber so was von. Will ich haben. Rein da. Und gib ihm. Wir bauen unsere Eisenkeule, Leute. Die haben wir uns jetzt aber auch verdient. Das sage ich euch. Da ist sie. So. Wir nehmen die auf jeden Fall so mit. Wir können ja mal gucken, ob wir die jetzt schon upgraden können. Das ist der Kartentisch. Die Eisenkeule bräuchte... Ja, das Zeug dann. Da sind wir auch noch nicht so dran. Und da brauchen wir noch eine Steinplatte. Ja, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Auf geht's. Hier, ne? So, wir essen. Und wir gehen los. Ab in den Halloween-Wald mit unserer neuen Eisenkeule. Da freue ich mich. Wir gehen jetzt einfach mal gleich diesen Weg hier. Warte. Ich würde dir jetzt sagen, dass du jetzt anfängst, auch wieder Eisen abzubauen. Leute, der Hammer ist gar nicht schlecht. Der Hammer ist gar nicht schlecht. Der ist gar nicht so leicht. Also so schwierig zu einer Handhabung. Der ist eigentlich ganz gut. Wie viel Damage macht denn der jetzt actually? 31, unser Schwert macht 27. Der ist natürlich mega gut unterwegs. So, da unten haben wir schon mal a little bit an Eisen. Nehmen wir uns natürlich mit. So, die Backfragmente nehme ich mit. Nicht, dass ihr euch wieder aufregt, dass ich sie hier lasse. Guck mal hin hier. Der. So, der kann uns nämlich jetzt hier gerade gar nichts. Ey, ich sterbe. Nee, ich habe es gerade so geschafft. Oh, ich habe es gerade so geschafft. Seid ihr da? Ihr seid da. Das ist das Wichtigste. Wow. Oh, Alter. Macht den jetzt hier. Weil wenn der nämlich trifft, mal hier ist aus Erschle hoch, ne? Lass hier mein Almi in Ruhe, sag mal. Boah, 2900 Points.
Level Points. Ah, wir haben 4 Level. Wir müssen auch mal leveln langsam wieder, ne? Jetzt mal, by the way, das machen wir jetzt gleich, während der Alme hier rumgräbt. Der baut das nämlich jetzt schnell ab hier. Ich stelle mich dazwischen, dass das mir auch reingeht. Oh, F. Ne, G. Wo war es? T, ne? So, T. Da haben wir alles gelernt. Ausdauerverbrauch. Maybe. Hier Verteidigung, wichtig. Das ist Ausdauerregeneration. Das ist der Sprungangriff. Das ist Mehrfachsprung. Brauchen wir erstmal nicht. Sprungkraft erhöhen. Brauchen wir auch nicht. Reduziert den Sturzschaden. Ist auch uninteressant für mich gerade. Adlerauge auch nicht. Ausweichen verbessern. Ey, Leute, wir gehen hier rein. Zack, gelernt. So, Almi hat 5, ne? Ne, hat 2 nur. Oh, jetzt habe ich es durchgelernt. Almi, sorry. Hast du gut gemacht, Rosa. Komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Boah, das hätte uns jetzt aber auch richtig wehtun können gerade. Aber ich habe es actually gerade noch hingekriegt. Und wir haben mega schnell geheilt, ne? Wo es dann schon fast zu spät war. Ich muss aber auch jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir dann jetzt doch nicht... hier gebaut haben. Dass wir uns entschieden haben, dann doch zu sagen, hey, wir bauen dort. So, hier oben sehe ich nichts, oder was? Kannst du mir jetzt aber nicht antun hier. Jetzt will ich aber auch wissen, was hier oben ist. Oh, wow. Wie sie halt einfach da stehen und genau wissen, Junge, wenn du einen Schritt weiter machst, ist Feierabend, ne? Das mache ich jetzt noch nicht, Leute. Das könnt ihr jetzt knicken. Ich weiß, ihr wartet da drauf, dass ich da jetzt reingerannt wäre. Aber das sieht mir ein bisschen zu heftig aus. Und vor allen Dingen, ich sehe nichts. Ja? Ich schon nichts gesehen. Hier war aber irgendwo ein Dungeon. Den können wir vielleicht angehen. Wenn ich ihn noch wieder finde. Und die Kürbisknaller hier. Einer allein ist immer gut. Aber wir kriegen es dann so langsam auch hin. Wir müssen halt anfangen leveln. Unsere Waffen hochleveln, dann sind wir eigentlich wieder on top. Hier war irgendwo ein Dungeon, Leute. Ich kann mich da noch ganz schwer dran erinnern. Der war irgendwo hier. Da würde ich sogar auch reingehen. Was ist denn hier? Was haben wir hier weggeschmissen? Holz haben wir hier weggeschmissen. Ist das denn auch noch? Da ist der Tenant. Ja, der Baumstumpf, der blaue. Der Sprungangriff ist schon geil, ne? Den müsste ich halt auch leveln. Jetzt fange ich wieder an, gerade eben, nö, ich weiß nicht, was ich leveln soll. Und jetzt, was level ich was nur? Nein, nur. Hier ist irgendwo aber ein Dungeon. Aber wir laufen gerade wieder raus aus dem Halloween-Wald. Wenn wir so weitermachen, haben wir alles im Griff. Ich glaube, der ist da drüben. Wo die Bugframes? Bugframes? Bugfragmente, meine ich natürlich. Bugframes? Die Bugfragmente nehmen wir mit. Da ist ein Hexenhäuschen. Ich glaube, hier oben. Irgendwo da. Boah, hab ich mich erschrocken. Hier oben war irgendwo dieses, jene welche. Weißt du? Da war was. Ich erinnere mich da ganz, ganz dunkel dran. Dass hier irgendwo ein Dungeon war. Aber. Hi. Oh, jetzt habe ich ja wieder Blödsinn gebaut hier. So, Kürbiskerne. Alles gut. Wir können essen. Und wir können trinken. Alles wieder in Ordnung. Leute, lasst mich mal kurz gucken. Ich überlege jetzt gerade, wo ich den gesehen habe. Den dann. War hier irgendwo. Das kann ja gar nicht so weit weg gewesen sein, weil es muss in dem Bereich sein, wo wir was aufgedeckt haben. Was für ein Schrockengeist.
Wer? Okay, warte. Das muss ich besser abpassen. Es ist möglich, auszuweichen. So, jetzt haben wir den auch. Ich sage, wenn wir hier absolut gelevelt sind, gibt es hier keine Probleme mehr. So, hier ist nochmal Eisen. Da kann er... Oh, nee, das war jetzt aber so nicht geplant, Freund, dass du den Move machst. Kannst du das nochmal? Oh, wow. Leute, ich muss erst den Bären wegmachen. Der tut richtig weh, der Junge. Okay, wir haben gelevelt. Da kommt nochmal ein Geist. Den haben wir. Da drüben ist nochmal ein grüner Baumstumpf. Den haben wir auch. Was auch immer er hier tut. Oh, wow. Okay. Ja, das kann er ja tun hier, ne? Haben wir. Easy peasy. Lemon squeezy. Geist ist cheesy weasy. So, ich stelle mich hier wieder dazwischen. Ich gucke nochmal kurz ins Leveln rein. Und das war doch dieser Sprungangriff, ne? Da brauchen wir 3 Punkte. Den müssen wir nochmal leveln. Der ist so gut, ey. Der ist so, so gut, ey. Oh, läuft doch bei dir hier. Alter. Ich weiß halt trotzdem nicht, wo dieser Dungeon sein soll. Wir hatten einen gesehen. Lass uns nochmal die Richtung laufen. Ich denke mal, wir werden, wenn ich ihn jetzt finden sollte auf Anhieb, werden wir ihn auf jeden Fall nicht machen können. Weil... Ihr seid aber auch immer hier, Zwillinge, oder? Oh, ein Kürbiskopf kommt selten allein. Guck den gerade hier. Das war auch einfach wie so ein Hexenhäuschen, ne? Mit Tür. Nochmal ein Baumstumpf. Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir da in irgendeiner Folge, ich weiß nicht, ob es die gestrige war oder die vorgestrige, dass wir da den roten gesehen haben, den roten Baumstumpf gesehen haben. Da war er ungefähr, glaube ich. Aber hey, wir haben auf jeden Fall jetzt einen. Wir haben natürlich gar keinen Stein. Danke dir. Wir haben gar keinen Stein. Hier haben wir nochmal ein bisschen Action gleich vor uns. Da haben wir nochmal ein Feld. Da haben wir nochmal Ananas. Sehr gut. Sehr gut. Ah, sieht was Dungeon-mäßig aus. Guck mal. Ne, ist auch noch wieder ein Hexenhäuschen. Er muss hier irgendwo in der Richtung... Ach, der hat ihn ja aufgepasst. Bär, 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 Bär. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Jetzt haben wir es dann auch mal hingekriegt, dass wir ausweichen konnten. Du nervst mich aber auch tierisch hier. Du blöder Geist, du Dummiker. Hast du gesehen, was das für ein Move war, Junge? Hä, Almi? Wir waren 8 Meter in der Luft jetzt gerade. So. Liegen hier noch rum. Ja, Stofffetzen. Wir gehen jetzt den Weg hier zurück. Da, guck mal, da ist ein Grüner. Und ich bin der Meinung, dass wir hier diesen Dungeon gesehen haben. Jetzt frage mich aber nicht, ob das wirklich so war oder nicht. Hi. Der war gut, ne? 2 Gelees. Guck mal hier nochmal runter. Sollte ich ihn jetzt finden?
werden wir den, werde ich euch morgen auf jeden Fall abholen und dann gehen wir da gleich rein. Hallo? Oh, Alter. Ja, das muss doch jetzt nicht sein. Ah, ja, 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 ich bin tot. Ich hab im Baum gesteckt, ey. Leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir auch noch eine Rettungsmission hier. Ich hab im Baum gesteckt. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab mich da jetzt auch richtig reindrücken lassen, ne? In die Scheiße. Naja, ja. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss jetzt hier meinen Loot holen. Ich hätte halt den blöden Dungeon, den wir jetzt gerade gesucht haben, hätte ich halt auch markieren können, einfach gestern. Oder vorgestern, oder wann auch immer das war. Habe ich nicht gemacht. Ärgert mich jetzt voll. Hi. Ah, da kommt er schon wieder angerannt hier, der Drecksbär, der Blöde. Und die habe ich ja gefressen, ne? Ich hoffe, da kommt dann auch irgendwann dieser Tag, wo du den mit einem Schlag wegdonnerst. Wo du dann dich hinstellst und sagst, so, du Schwein, das war's für dich. Entschuldigung, aber das musste jetzt sein. Muss ich das sagen? Der blöde Bär, ey. Dieser blöde Baum vor allen Dingen, da ist der Bär. Aber wenn ich mit 5 getroffen werde, ist mir das ja noch egal, weißt du? Wo ist er? So. Rache ist Blutwurst, oder wie das bei uns heißt, ne? Scheiße. Ärgert mich. Ärgert mich gerade voll. Dass wir das nicht hingekriegt haben. Gehen wir nochmal hier hoch. Nachher suche ich auch was, was es gar nicht gibt. Das kann natürlich auch mega klar sein. Ne? Was war das für ein Geräusch? Was haben wir hier? Ich mach gerade richtig Blödsinn gerade. Ich bin gerade absolut nicht bei mir hier. Ich mach gleich eine Almi-Action hier. Ja, wir müssen leveln. Weißt du, und da will ich in den Dungeon. Das sind aber auch gerade mega Schusseligkeitsangriffe, die ich hier durchziehe. Das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich zugestehen. Almi, danke dir. Das war jetzt eher mehr Schussel als alles andere. Das war jetzt einfach nur totaler Blödsinn. Weil ich einfach nur auf der Suche nach irgendwas bin, was gar nicht existiert hier, glaube ich. Aber es muss Dungeons geben. Weil wie soll man denn hier sonst irgendwas hinkriegen? Guck mal. Was mache ich? Muss ja Dungeons geben. Weil wir brauchen ja irgendwas, wo man den Weltboss dann, ne? Hier, Zeug für uns? Nee. Wo wir den Weltboss mit besiegen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Weil irgendwo muss ja der Loot für den Weltboss auch herkommen. Also diese Broschen. Nenne ich es jetzt mal. Wir gehen jetzt nochmal hier lang. Ja, oder es ist halt dieser Berg, den wir vorhin gesehen haben.
da will ich jetzt aber noch nicht rein, ey. Und war mir das einfach zu viele. Das ist der Berg hier oben, ne? Ja. Und so war das Haus auch. Und da habe ich mir gedacht, dahinter war ein Eingang. Ich glaube, das ist es. Also das ist schon ein Dungeon. Oh nö! Weißt du, braun reicht ja nicht. Oh. Wo ist denn der? Ich hab den. Oh, ich bin froh, wenn wir wieder daheim sind. Da kommt der nächste Bär. Ich drehe hier durch. Wie ein Maschinengewehr, der Typ. Und ich renne natürlich direkt rein. Oder war wichtig jetzt? Ey, wir gehen jetzt heim. Kann das nicht mehr. Almi hat auch keinen Bock mehr. Wir bringen den Scheiß jetzt heim, den wir jetzt hier gefunden haben. Und dann gucken wir jetzt mal, das ist hier Gras. Guck mal, es wird jetzt auch schon wieder dunkel. Ja, es ist unfassbar hier. Das ist ein Gebiet, das ist unfassbar krass. Das ist so richtig gut. Wir essen jetzt auch nichts mehr, ne? So. Da ist wieder ein Bär, aber da renne ich jetzt... Nee. Hast du gesehen? Du Ratte? Tschüss. Tschüss. Mach gut. Kein Bock mehr. So, wir machen es uns kurz taghell. Ne? Und, ja. Dann packen wir erstmal alles weg. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt schon wieder ein paar gute Sachen gekriegt haben. Hier guckt sie an, die zwei. Die haben eine volle Meise. Ich könnte es halt ein Stück... Wir könnten sie aber jetzt mal testen, ne? Wir wissen ja jetzt, woran es eventuell liegt. Ich gehe jetzt einmal hier kurz durch, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich habe und was nicht. Kommt ein Wolf. Was ist hier? Stein. Junge! Ich kann gar nichts anderes machen. Ich muss jetzt erstmal... Boah, die Wölfe sind aber jetzt hier heftig unterwegs. Ich muss erstmal Stein holen. Ich muss wirklich jetzt erstmal Stein holen. Oder wir müssen die Steinkarte da runterbringen, bis die ja irgendwas fixen. Das ist ja unfassbar. Warte mal, das ist aber das Problem hier. Okay, pass auf, F, ne V. Wir ziehen das einfach ein Stück raus. Du sollst das rausziehen. Gegenschlag. Wir haben es jetzt auch gesehen, dass wir den Granny einfach mal... Komm mal her. Du? Wo ist er denn hin? Hier rein. Das gibt's gar nicht, oder? Alter, hier ist... Guck mal, hier ist die Steintruhe. So. Ihr Holzknaller. Hier ist euer Holz. Woran liegt's denn hier? So. Guck hier auch dir. Da ist dein Holz. Da kannst du es reinpacken. Gegenstand konnte nicht reingepackt werden. Ja, schmeiß mir es einfach oben drauf. Er ist schon cool. Junge. So. Mach mich fertig. Was haben wir denn hier alles? Knochen. Eisen. Was ist denn los? Er rennt schon wieder außen rum. Er hat doch gar nichts einstecken, der Stoner. Stoner. Leute, das geht so nicht, ne? Hier, dann werden wir jetzt was anderes machen.
So leid mir das jetzt auch echt tut, aber dann muss ich... Wir haben eine volle Meise, guck sie dir an hier. Da muss ich es noch rausziehen. Dann muss ich das rausziehen hier, die Wände. Das nervt mich tierisch, ne? Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Dann werde ich jetzt erstmal die Holzkiste. Gut, Holz haben wir eh genug. Ich werde die Steinkiste erstmal kurz hier hin platzieren. Einfach jetzt, um erstmal da ein bisschen jetzt Frieden in das Ganze, ja. Und da muss ich mir einen Plan machen, wie ich es jetzt anstelle. Das Schießpulver erst mit oben hin, ne? So, ich hoffe, die Jungs laden da jetzt ab. Ja, dann machen wir das jetzt erstmal so. Okay, sehr gut. F, da haben wir nichts. Edelsteine und Schießpulver. Dann haben wir jetzt noch Knochen und ohne Ende Holz. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da... Die zwei haben auch eine volle Meise. Okay, wir werden auch mit dem Holz... Lass uns das mit dem Holz mal hier vortun. Vielleicht. Gibt sich das jetzt bei den beiden? Ja, schmeiß ruhig weg. Hier, wir haben mega viel Holz, ne? Mega viel Holz. Ich weiß gar nicht, was wir mit so viel Holz jetzt gerade anstellen wollen. Aber das ist erstmal gar nicht schlimm. Ich weiß nur jetzt gerade, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Was wollte ich jetzt mal? Ich wollte jetzt meine Sachen wegräumen, ne? So. Hab mich schon wieder ablenken lassen. Hier Samen und den ganzen anderen Kram, den packen wir jetzt erstmal weg. Das ist jetzt actually das Letzte, was wir noch durchziehen. Dann werde ich jetzt definitiv... Dann werde ich jetzt definitiv hier... das abbauen. So. Roggensamen. So, passt. Dann haben wir jetzt nur noch Karotten. Der ist voll, ne? Boah. Ja, das werde ich jetzt einmal durchschmelzen hier. Die ganze Geschichte. Guck mal, wie viel Holz hier liegt, Leute. Junge, Junge, Junge. Gelee und das umwandeln. Zack. Boah, 6000. Aber jetzt kriegen wir vielleicht mal hin, dass jetzt mal ein bisschen Stein hier reinkommt, ne? So. F. Jetzt ist alles weg. Die nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Dann packen wir jetzt unser Essen wieder weg. Ja, Leute, wir müssen jetzt halt leveln, ne? Werd man dann aber morgen tun. Morgen bleibt man nochmal an der Base. Ich werde morgen definitiv extrem viel Stein holen. Die haben es jetzt hingekriegt hier, die drei, glaube ich, ne? Bei denen geht es jetzt ganz gut. Die laufen alle ihre Spur. Wir werden das hier auch noch hinkriegen. Wenn nicht, muss ich halt irgendwie gucken, dass ich das Lager ein Stück rausziehe. Wir werden das schon irgendwie machen. Wenn nicht, ich muss halt kalibrieren neu, ne? Das sind halt auch nur Roboter. Das kannst du jetzt, ist halt jetzt so, ne? Was willst du denn da machen? So, wir gucken mal, ob wir noch was Neues bauen können. Hier, den Bogen können wir uns bauen. Der Bogen macht 19. Der macht jetzt gerade... Ist mir egal, den will ich haben. Der Bogen macht jetzt gerade 13. Also das ist schon mal... Schon geil. So. Nächste Ausrüstung. Zack, zack, geht weg. 31. Ich spiele mit dem nicht. Habe ich gerade gemerkt. Geht weg. So. Dann haben wir hier nämlich was, was wir schon wieder reinpacken können. Und zack. Und zack. 1,5. Und zack.
So, als nächstes kriegen wir dann Stufe 12. Da haben wir den Ofen, den Kessel. Da können wir eigentlich Tränke bauen. Hier Bett, mega gut. Und dann hier die Dachkanten. Ich Kupfer werde ich nicht bauen. Kupfer werde ich absolut nicht bauen. Finde ich nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt es, aber ich will kein Eisen. Ich finde Holz, Steinstruktur absolut geil. Reicht mir vollkommen. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis morgen.